Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einer neuen Filmkritik. Ja, ich habe mir mal einen neuen Horrorfilm angeschaut. Tatsächlich mal einen, der dieses Jahr veröffentlicht wurde, und zwar Texas Chainsaw Massacre 2022. Und wieder mal ist es ein Film, der mich darin bestätigt, dass ich doch lieber alte Horrorfilme schaue. Aber okay, ich habe viel zum Film zu erzählen. Bin sehr gespannt und also das ist wirklich mal ein Film, wo ich euch wirklich von ganzem Herzen bitte, wenn ihr den Film kennt, schreibt eure Meinung zu dem Film in die Kommentare, weil bei dem, was ich bislang gelesen habe, das passt nicht mit meiner Meinung zusammen. Ich habe dann nachher auch ein bisschen was ausgedruckt, also ich bin über alle Maße gespannt, wie meine Kanalzuschauer hier, meine Abonnenten diesen Film finden. Ja, der Film ist ein Sequel zum Original. Wir hatten ja 2013 schon Texas Chainsaw 3D, der auch ein direktes Sequel zum Original war. Aber so wie ich es verstanden habe, wird auch dieser Film jetzt ausgeblendet. Das heißt, es ist der neunte Teil der Reihe und es ist wieder mal ein vollständiges Reboot, also ein vollständiger Neubeginn nach Teil 1. Und eigentlich sehe ich das nicht. Es gibt nur eine einzige Sache, die diesen Film praktisch mit dem Originalfilm von 74 verbindet. Und zwar, das ist eine Rolle. Der ganze Film baut eigentlich darauf auf, oder so ist die Geschichte. Den ersten Film hat ja ein Mädchen damals überlebt. Und um die geht es jetzt hier auch wieder nebenbei. Es geht eigentlich darum, dass zwei Schwestern und ihre Freunde, die wollen, wundert mich, dass es Schwestern sind, in der heutigen Zeit nicht irgendwie ein lesbisches Paar oder was, aber egal. Also vier Freunde, die fahren in so einer texanische Geisterstadt und ich habe es nicht ganz verstanden. Entweder wollen die neu irgendwie aufbauen oder haben die ganze Stadt gekauft oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen da noch Investoren und so und irgendwie so eine kleine Party. Also ich habe den Film gesehen und es nicht verstanden, was da passiert. Ja, aber okay, vielleicht war ich auch zu besoffen. Nein, ich habe nichts getrunken. Also es ist nicht direkt angekommen, was die nun wollen. Ob die nun die Häuser gekauft haben, weil dann ging es um Bankurkunden und sonst was, oder eben nicht. So, und das ebenfalls eine sehr alte Dame, die früher ein Waisenhaus geleitet hat und so ein großer, kräftiger Kerl, der ihr hinterherläuft und wohl ihr letztes Ziehkind ist. Und da ist einem eigentlich schon klar, das ist der Leatherface dann jetzt. So, und da fängt es eigentlich schon an. Dieser ganze Film ist für mich ein Abklatsch der aktuellen Halloween-Filme. Weil was macht die aktuelle Halloween-Reihe, also die aktuelle Trilogie? Praktisch baut sie eigentlich nur auf den großen Endkampf zwischen Jamie Lee Curtis, also Laurie Strode, und Michael Myers auf, die beide inzwischen alt geworden sind. So, Leatherface inzwischen auch alt geworden und sein erstes ihm entkommenes Opfer ebenfalls. So. Und dafür, dass die hier so als so große Heldin praktisch dann so während des Films eingeführt wird, fast schon erstmal so zu einer Legende geworden ist. Boah, also da hat sie aber keinen guten Auftritt eigentlich. Ne, überhaupt fand ich eigentlich diesen ganzen Film, das war so ein bisschen wie bei Rambo 5, aber ich sehe es auch in vielen anderen Filmen. Wenn der Hauptcharakter, ich behaupte jetzt einfach mal, Leatherface ist ja der eigentliche Hauptcharakter des Films, ne? Ist ja der eigentliche Star des Films. Wenn der eigentliche Hauptcharakter so dermaßen austauschbar ist und der Rest eigentlich auch und vor allem auch der Titel, dann ist wirklich die Frage, was bringt das Ganze? Es ist einfach so gewesen, dieser Film suggeriert ständig einen Bezug zum Original und es ist gar kein Bezug da. Wir haben diese eine, es kann sogar sein, dass es die gleiche Schauspielerin von früher ist. Das habe ich gar nicht mal nachgeschaut, was mich überhaupt nicht interessiert hat, weil mir die Figur sowas noch egal war. Es ist einfach so gewesen, diese Frau und das Foto praktisch aus dem Originalfilm, wo die ihre Freunde im Bus sitzen, das war der einzige Bezug zum Original. Ansonsten war gar nichts da. Ja, nichts. Also, wenn irgendwo eine Originalkulisse war, habe ich sie nicht erkannt. Okay, gebe ich dann zu. Ich habe jetzt den Originalfilm nicht nochmal geschaut. Aber wie gesagt, krampfhaft versucht der Film zu sagen, ja, das und das ist mal passiert und jetzt 50 Jahre später ist das. Und
Das gelingt dem Film nicht. Das ist, wie gesagt, für mich ein absoluter Abklatsch der aktuellen Halloween-Reihe. Ja? Aber auch in anderen Filmreihen ist es so, oder auch in anderen Horrorbereichen, dass immer gesagt wird, so zum Beispiel I Spit on Your Grave, wir holen die Originalleute von früher jetzt her, oder im großen Mainstream-Kino jetzt Jurassic World, wir holen die Originalleute von früher und schaffen damit pseudomäßig eine Verbindung zum Original, weil ja das Original immer eigentlich etwas ist, was in den Herzen der Fans sich eingebrannt hat. Ja? Texas Chainsaw Massacre war damals so ein unglaubliches Phänomen, der Film. Ich habe es ja nun nicht miterleben können, weil ich da noch nicht auf der Welt war, aber ich denke mal, man hat so viel gehört, es war ein Phänomen damals. Und hat eine unglaubliche Fanbase damals gegründet. Ja? Und Leatherface als Bösewicht ist ja eigentlich auch schon eine Ikone des Horrorfilms geworden. Wobei ich eigentlich mir denke, immer früher, er war ja nie alleine. Ja? Leatherface ist erst später zu diesem, so ähnlich wie Three Finger in Wrong Turn, ist irgendwann zum Einzelkämpfer geworden, obwohl er am Anfang ja immer seine ganze Familie dabei hatte. Ja, eigentlich die ganze Original, eigentlich immer. Die ersten vier Teile gibt es immer eine mal größere, mal kleinere Familie. Im Remake von Michael Bay und dem Prequel dazu haben wir auch die meiner Meinung nach beste Familie, die Familie Hewitt. So, und eigentlich war es dann, glaube ich, erst so, dass in Texas Chainsaw 3D er mal alleine war und jetzt hier praktisch. Weil selbst in Leatherface von 2017 hat er, glaube ich, eine Familie gehabt. Also Leatherface ist eigentlich streng genommen immer nur einer von vielen gewesen. Ein schon der an de mit dem meisten Bezug praktisch, was die Filmreihe hat, weil er ja auch derjenige ist mit der Kettensäge und alles. Aber eigentlich immer nur einer von vielen. Ja, deshalb. Und hier ist es jetzt eben auch so. Das mit diesem Waisenhaus, was soll denn das jetzt, diese Geschichte? Ja, wir wissen, wenn wir es jetzt einfach mal sagen, also eigentlich sage ich, dieser Film hat ja absolut null Bezug zu allen anderen Filmen. Das heißt, alle Informationen, die wir aus den anderen Filmen haben, müsste man eigentlich weglassen. Aber der Film zwingt es ja einem praktischen auf. Wir wissen aus Texas Chainsaw Massacre The Beginning, dass Leatherface durchaus ein Waisenkind war, weil seine Mutter gestorben war. Aber dann ist er ja eigentlich nie im Waisenhaus gewesen. Auch im Originalfilm wird das ja mit keinem mehr Silber erwähnt. Klar, 74 hat keiner daran gedacht, dass heutzutage jetzt noch ein Sequel dazu kommt, aber ich mag so etwas nicht. Oder es ist sehr, sehr heikel, wenn man eine Geschichte erzählt, wenn man dann nach vielen, vielen Jahren, wo eine Filmreihe schon viele Titel hervorgebracht hat, wenn man dann plötzlich eine Figur neu einführt, die angeblich schon seit Anfang an dabei gewesen ist. Das macht jetzt aktuell Jurassic World. Den dritten Teil habe ich noch nicht gesehen. Mache ich irgendwann, wenn die längere Fassung draußen ist. Da sieht man ja irgendwie, der Dodgen, der ist ja irgendwie so bei den Bösen oder was. Wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber nur vom Prinzip her. Bei Saw hat es einmal geklappt mit Detective Hoffman, fand ich. Der war gut eingeführt worden, so im dritten Teil. Erst so nebenbei und dann später sieht man, ach, das ist eigentlich der, der schon die ganze Zeit dabei war, aber es wird auch erklärt. Ja? Und es geht auch auf. Ja? In Teil 8 dann mit dem Helfer, der von Anfang an dabei war, das war scheiße. Und deshalb, man kann nicht nach 10 Filmen plötzlich um die Ecke kommen und sagen, hier, aber in Teil 1 war der und der schon eigentlich dabei. Ne? Oder in der Vorgeschichte. Gefällt mir persönlich ehrlich gesagt nicht. Und wie gesagt, also diese Waisenhaustante habe ich jetzt nicht verstanden, weil das krempelt doch eigentlich den gesamten Film um. Oder die gesamte Geschichte um Leatherface. Das einzig Positive an dem Film, was ich mal sagen muss, sind die Effekte. Die Effekte, nicht nur, dass sie extrem eigentlich sind, also wäre der Film in den 90ern rausgekommen, der wäre mit Sicherheit beschlagnahmt worden, ja, und selbst vor 20 Jahren hätte er noch Probleme gehabt, bin ich sicher. Da wäre mit Sicherheit indiziert worden, eigentlich so auf fast einem Level mit Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Und das Gute daran ist eben, dass diese Effekte praktisch überwiegend handgemacht, also sie sind klassische Effekte. Ja? Ich hatte eher so billige CGI-Effekte erwartet, haben wir aber überwiegend nicht bekommen. Deshalb sehen die Effekte sehr gut aus. Ja? Und wir haben wirklich mal eigentlich sogar zum ersten Mal ein richtiges Kettensägenmassaker, ja? Wo er da durch den Bus läuft und die Leute da alles so auseinandersägt und alles. Also das ist eigentlich das, was man ja seit Teil 1 eigentlich immer wollte.
Machst du ein richtiges Massaker mit der Kettensäge. Ne? Was aber eigentlich in den früheren Filmen, vor allem in Teil 1, einfach nur durch die Andeutung und das Nichtzeigen noch schockierender war, weil man sich das dann selber vorstellt. Ne? Aber wie gesagt, ich habe auch die ungeschnittene Fassung auf Netflix gesehen. Ich bin sicher, für eine FSK 18-Fassung, da müsste die FSK aber einen guten Tag haben, damit die den durchgewunken hätten, weil es sind schon einige echt heftige Sachen dabei gewesen für einen typischen 18er-Film, sage ich mal so. Und eigentlich mal wieder so dieses, also eigentlich könnte man Diskussionsthema machen, müsste dieser Film indiziert werden oder nicht, aber machen wir jetzt hier natürlich nicht. Also wie gesagt, ich finde, das Gewaltlevel ist bei dem Film absolut in Ordnung, absolut ausreichend. Also wer blutige Effekte will, der kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Aber wenn ich mir jetzt mal hier, ich habe mir ein bisschen was ausgedruckt. Ich habe hier mal ein paar Standarddaten, die brauchen wir jetzt nicht. Premiere war am 18. Februar diesen Jahres auf Netflix. Empfehlung, Altersempfehlung ab 18. Ist keine FSK-Freigabe. Der Film ist nicht von der FSK geprüft worden. Ist einfach nur eine, nach, im Prinzip wie beim Neusser Modell. Nur so eine Empfehlung von dem. Ja, ich habe hier ein paar Kritiken praktisch von Schnittberichte hier kopiert. Ich würde mich ja so freuen, wenn die Leute, die das verfasst haben, sich hier auch nochmal melden würden und dann nochmal Stellung nehmen würden. Weil hier Olau 700 schreibt, der Film war absolute Spitze. Es wäre schön, wenn Netflix häufiger solche blutigen Filme produzieren würde. Dann macht das Horrorglotzen nämlich richtig Spaß. Tommy83 hat geschrieben, Netflix hat ihn nur exklusiv gekauft. Ich fand ihn aber auch ganz gut für R-Rating, auch sehr brutal. Fillings schreibt, Netflix sollte sich mal eine Scheibe abschneiden. Okay, Sierra Henry82, gerade zu Ende geguckt, fand ihn richtig super. Und Brutalitätslevel und Gore-Gehalt mit Beginning am härtesten. Top 9 Stern von 10. Hoffentlich kommt ein Mediabook. Und Adrian98, ich bin überaus positiv überrascht. Ein klassischer Splatterfilm, bei dem selbst hartgesottene Genrefans auf ihre Kosten kommen. Also entweder sind diese ganzen Kommentare gekauft, was ich nicht glaube, oder die Leute haben keinen Anspruch, was gute Horrorfilme machen, was auch in Ordnung ist, aber dann muss ich das aus anderen Gründen nicht ernst nehmen, oder sie sind einfach nur auf Blut aus, was auch irgendwo in Ordnung ist, aber dann muss ich sie erst recht nicht ernst nehmen. Also diese ganzen Bewertungen sind aus meiner Sicht unsachlich und Schrott. Nicht zu gebrauchen, weil der Film einfach ein schlechter Film ist. Ja, und das will ich jetzt ja auch noch versuchen zu begründen. Weil, und bitte nicht wieder kommen, ich habe das neulich schon mal gehabt, solche Kommentare hasse ich, weil die sind so unsachlich. Dann schreibt wieder einer, ja, dann guckst du auch nicht an, wenn du es so schlecht findest oder wenn es dich nicht interessiert. Ich bin an der Texas Chainsaw Massacre interessiert und wenn ich den Film nicht kenne, muss ich ihn ja anschauen, damit ich ihn hinterher gut oder schlecht finden kann. Ne? Solche Kommentare sind völlig unsachlich. Aber bleiben wir mal beim Sachlichen. Was macht der Film? Der Film beginnt eigentlich beginnt er sehr lang, aber irgendwie, also der Film zwingt es einem ja auf, sich mit dem Original auch zu vergleichen. So, und beim Original, da erinnere ich mich noch an den Trailer von damals, weil ich den Film ja für meine, ich glaube für die Blue Playlist damals besprochen hatte. Da war das so, im Trailer wurde ja gesagt, ein Film, der so schrecklich ist, dass sie nach 20 Minuten wünschen, er würde zu Ende gehen. Bei Minute 20 sind sie immer noch im Van über die Landstraße gefahren, da ist noch gar nichts passiert. Ja, meine Güte. So, das heißt, das Original hat sich extrem Zeit gelassen, seine Figuren einzuführen. Und obwohl ich die Figuren aus Teil 1 hier praktisch nur als Foto sehe, haben die für mich mehr Charakter als die Hauptfiguren aus diesem Film. Ja. Ich verstehe die Motivation nicht. Es wird zwar irgendwie so ein bisschen angedeutet, aber dadurch, dass sie überhaupt keinen Hintergrund zu den Figuren haben. Die eine, da sind immer mal wieder so leichte Traumsequenzen von, die hat wohl mal so ein Schulmassaker oder was überlegt, aber es wird überhaupt nichts erklärt, nichts gezeigt. Wir haben keine Charaktertiefe. Ja? Es sind alles nur Charakterversatzstücke. Und selbst bei der Alten, die ja jetzt praktisch die Überlebende aus Teil 1 sein soll, also bis auf, dass sie wohl zu so einer lebenden Legende damals geworden ist, haben wir nichts da. Der Film macht Ähnliches wie die Scream-Reihe, dass es jetzt so ist, dass praktisch, es gibt da irgendwie so Merchandise, also das kann auch nur in der amerikanischen Kultur passieren, dass man da so T-Shirts und so kleine Kettensägen, Korkenzieher kaufen kann und, wo ich mir denke, komm, muss das sein? Muss das in dieser Filmreihe sein? Ja. Aber gut. Wie gesagt, überhaupt keinen richtigen Bezug zu den Figuren. Sie sind einem völlig egal. Ich habe dann auch nicht verstanden, ist das so, diese alte, diese praktisch diese Leiterin von dem Waisenhaus,
die ja dann im, nicht im Krankenwagen, aber im, im Wagen des Sheriffs praktisch stirbt. Sondern da wird eine SMS hin und her geschickt. Und plötzlich sind die so todtraurig und meinen, ah, das ist unsere Schuld und alles. Also es ist überhaupt, also plötzlich sorgen die sich da um jemanden, was völlig unverständlich ist, weil da überhaupt nichts, da war ja nichts da. Gar keine Beziehung. Klar, sie es kann sein, es stellt sich dann heraus, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben, sie aus ihrem Haus zu werfen. Aber trotzdem, deshalb ist sie doch nicht gestorben. Hat doch gesehen, dass die Frau todkrank ist, ja. Und deshalb, und auch später, also wir haben überhaupt keine Charaktertiefe. Auch Leatherface nicht. Und ich bin der Meinung, Leatherface ist trotzdem ein, auch wenn er eigentlich immer nur dieser stumme, mordende Typ war. Er hatte ein bisschen Charakter, hatte er in jedem Film, ja. Und sei es, dass er irgendwo als Travestie rumgerannt ist, ne? Aber trotzdem, eigentlich erklärt dieser Film, das könnte dieser Film, das ist das Einzige, was man bei diesem Film gutheißen könnte. Es war ja immer so, wo viele sich bei Teil 4 damals aufgeregt haben, was ich immer gesagt habe, nee, stimmt nicht, weil bei Teil 4 haben sich alle mal darüber aufgeregt, dass Leatherface praktisch als Frau rumrennt. Aber wenn man sich alleine Teil 1 anschaut, da sieht er auch schon aus wie so eine Omi. Er hat immer verschiedene Masken gehabt, immer wie so eine alte Frau. Und wenn man jetzt sagt, okay, das war eigentlich so als Maske wegen jetzt dem, ja, aber es passt ja, wie gesagt, mit dem alten Film nicht zusammen. Dieser Film hier, den wir jetzt gesehen haben, hätte maximal 1985 spielen dürfen, ja, oder so. Damit das überhaupt noch, überleg mal, 50 Jahre sind seitdem vergangen. Und es scheint da überhaupt nichts passiert zu sein in der Zeit. Keine Morde mehr, nichts. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals irgendwo vor 50 Jahren irgendwas passiert ist und das feiern die Leute irgendwie, ja, egal in welcher Form. Weil, muss man, und da muss man sich auch mal vorstellen, diese Überlebende von Teil 1, die ist jetzt irgendwie Polizistin geworden oder was, ist ja okay. Und es wird so gesagt, dass sie seit damals praktisch Leatherface gejagt hat. Ist meinetwegen auch noch okay. Aber ganz ehrlich, nach 50 Jahren hat sie nicht geschnappt. Und wo wurde er letztendlich entdeckt? In seinem Haus. Ja? In seinem alten Waisenhaus. Da hat er sich dann aufgehalten. Es ist ein bisschen weit hergeholt, ja? Dass sie ihn in 50 Jahren intensiver Suche, wahrscheinlich alle Mittel eingesetzt, die ihr nebenbei noch zur Verfügung standen. Ja? Und nichts und niemand merkt überhaupt was. Und Leatherface hört nach dem einfach auf zu töten und dann nie wieder was. Das ist bizarr, das ist nicht glaubhaft, ja, das ist eine an den Haaren herbeigezogene Story, eigentlich noch nicht mal eine Story, weil es ist so unsinnig, dass ich es nicht ernst nehmen kann, ja. Der Film quillt über von Zitaten, wobei ich mir nicht immer hundertprozentig sicher bin, ob die Filmemacher das überhaupt gemerkt haben, oder ob das Zufall ist oder ob es wirklich beabsichtigt ist. Also wie gesagt, Zitate ohne Ende, die Krankentransport-Szene, wo er dann auch den Polizisten tötet und so weiter, das hat mich an Halloween 4 erinnert. Die Verlegung von Michael Myers in ein anderes Gefängnis, auch so mit Unfall und so weiter. Die Szene im Bus, wo die beiden dann praktisch im Klo sind und darunter kommt das Blut runtergeflossen. Hellraiser 3, die Boiler Room-Szene. Wie Leatherface da ins Wasser fällt und untergeht. Freddy vs. Jason, wo Jason im See ertrinkt. Und. Also eine nachgestellte praktisch Szene nach der anderen. Ein ständiges sich wieder aufbäumen von Charakteren, die eigentlich tot waren, nur um nochmal einen draufzukriegen. Der Sheriff, der da eigentlich schon tot lag, röchelt nochmal, nur im Leatherface nochmal tötet, damit er die andere da... Da habe ich mir damals bei Halloween schon gedacht, wenn so ein Autounfall war und der Mörder kommt gar nicht zu mir, wie wär's mal mit Totstellen? Einfach mal da so regungslos liegen bleiben, vielleicht hat man ja auch eine Schramme und dann denkt er vielleicht, man ist tot. Aber nein, immer noch versuchen, bei der Autotür rumzumachen. Ne? Das habe ich noch nie verstanden in solchen Filmen. Ne? Oder nachdem die Überlebende aus Teil 1 praktisch mit einer Kettensäge völlig zersägt wurde, hochgenommen wurde oder sonst was, ja, da kann sie aber auch nochmal auf ihn schießen und sonst was. Und immer wieder dieses nochmal Aufbäumen von irgendwelchen Figuren, die doch eigentlich schon tot waren. Also, boah, das waren alles so Notlösungen, weil man einfach ständig nicht weiterkam. Ich fand es einfach nur schrecklich. Ich hätte es besser gefunden, der Film wäre nicht als Original-Sequel verkauft worden. Man hätte durchaus die Story eines früheren Überlebenden machen können. Man hätte durchaus sagen können, dass die und die Person schon mal mit Leatherface zusammengetroffen war, überlebt hat und so weiter.
Daran habe ich, dagegen habe ich ja nichts. Aber nicht, ich habe was gegen diese Inszenierung in diesem Film, die einfach so dermaßen scheiße ist, dass es einfach gar keinen Bezug hat. Ja? Also bei Halloween geht es da noch, aber die haben das schon öfters gemacht. Die haben das in Age 20 damals gemacht und so weiter, dass Jamie Lee Curtis nochmal auf Michael Myers trifft. Okay. Aber jetzt da ist nichts. Ja? Und was ich mir auch immer gedacht habe, wenn das jetzt derselbe Leatherface von damals ist, überlegt mal, 73, das sind also schon mal 50 Jahre, die er jetzt alt ist, plus das Alter, was er damals ja schon hatte. Lassen wir es 30 sein. Ja? Oder selbst wenn wir großzügig sind, war damals gleich 20 mehr. Der erste Film hat es ja nicht gesagt. Erst Texas Chainsaw Massacre, das Remake im Beginning, haben wir dann praktisch ein Alter festgesetzt, dass Leatherface, glaube ich, irgendwo in den 40ern geboren wurde oder was. Also, dass er, und gehen wir mal davon aus, er ist 30 Jahre 1973 ungefähr gewesen. So, das heißt, er ist jetzt 80, ein 80-Jähriger, der so noch mit einer Kettensäge rumrennt, die ja auch einiges wiegt und so die Leute zersägt und sonst was. Also, und wie alt soll dann diese Ziehmutter sein? Die sah nicht aus wie 80. Also ganz ehrlich, das ist eigentlich ein Problem, was nur Michael Myers und Leatherface im Moment haben. Weil Michael Myers war ja auch so alt geworden in dem Film. Dass die beiden einen Körper haben, der altert. Jason hat das eigentlich nicht, weil er ist eigentlich zu einem Untoten in Teil 6 geworden, kann sich irgendwie regenerieren, wurde gesagt. Freddy wird sowieso immer wieder neu hergestellt in dem aktuellen Körper, das heißt, da haben wir auch kein Alterungsproblem. Bei Ghostface ist es immer wieder ein neuer Täter, ist egal. Chucky wird auch wieder neu zusammengenäht, das heißt, egal wen wir haben, Pinhead, sag ich mal, ist ein Außerdimensionaler, das ist auch egal. Das heißt, alle Horror-Ikonen sind eigentlich alterslos und unsterblich in dem Sinne. Aber Michael Myers ist zwar eigentlich auch unsterblich, aber sein Körper scheint zu altern. Und bei Jason hatten wir in Teil 9 wenigstens noch, er könnte durch diesen Wurm in andere Körper schlüpfen, wenn wir das mal als Kanon nehmen. So, das heißt, sowas müsste Michael Myers auch irgendwann jetzt bald mal machen, weil sonst gibt es ihn wirklich nicht mehr. Oder man kann es so nicht mehr fortsetzen. Aber Leatherface ist dann wirklich der Letzte, der übrig ist, der keine übermenschlichen Kräfte hat und altert, der eigentlich ein klappriger alter Mann sein müsste, ja, dass er früher immer stark war, das ist ja klar. Aber bis auf seine große körperliche Kraft, die vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich ist, hat er ja keine übermenschlichen Fähigkeiten. So, und deshalb wird es einfach von Film zu Film unglaubwürdiger, dass das immer noch derselbe Leatherface wie von damals ist. Ja? Wenn der nächste Film jetzt erzählen würde, dass einer mal den Leatherface getötet hatte und in seine Fußstapfen getreten ist, würde schon fast mehr Sinn machen, dass es wieder ein etwas jüngerer, kräftiger ist. Weil ansonsten bringt es einfach nichts. Dann haben wir im nächsten Film dann einen fast 100-jährigen Leatherface, der dann so wie Elvis im Babahotep im Rollator ankommt. Also das kann es doch nicht sein. Ja? Also das kommt auch noch dazu. Es passt mir einfach nicht, dass der Film in der heutigen Zeit spielt. Bisschen Sozialkritik war dadurch zum Beispiel, als Leatherface da ja in diesen Bus kommt und die eigentlich alle töten will und die alle erstmal noch ihr Smartphone zücken, da irgendwas posten und Kommentare kommen. Das mag zwar realistisch sein, weil das in der heutigen Zeit wahrscheinlich so sein würde, aber ganz ehrlich, es passte nicht in diesem Film. Ja? Es war schon immer so. In Texas Chainsaw Massacre, entweder gab es keine Handys, einfach weil sie nicht erfunden waren, oder man hat keinen Empfang oder sonst was. Ja, aber die ganze Zeit da mit diesen modernen Smartphones, die haben echt in diesem Film gestört. Also da hätte ich mir das lieber gewünscht, dass der Film in der Vergangenheit gespielt hätte, ohne Handys und so weiter, weil die brauchte man nicht. Das einzige Mal war eben, als die eine geschrieben hat, okay, die praktisch die alte Frau ist gestorben und alle weinen so ein bisschen. So. Aber das war eigentlich nur, damit noch so ein bisschen Verbindung bleibt. Aber ganz ehrlich, es macht sich keiner mal Sorgen um die Blonde, die dann da gestorben ist. Wäre die mit irgendeinem zusammen gewesen, was jetzt nicht so gezeigt wurde, hätte es da irgendwie so ein Drama gegeben, wir müssen sie retten und sonst was. Aber es war ja auch nicht. Also es ist immer völlig egal, dass ein Charakter stirbt. Ne? Also die Hauptcharaktere da, die sterben weg wie sonst was und es interessiert überhaupt keinen. Also weiß ich nicht. Also wie man den Film gut finden kann, da fällt mir nichts ein. Ja? Die Schauspieler machen ihre Sache einigermaßen gut. Wie gesagt, die Effekte bombastisch. Da kann man wirklich nichts sagen. Also die Effekte geben sogar noch einen Punkt mehr, würde ich sagen. Die haben noch einen Punkt gerettet. Aber der Rest vom Film,
Vor allem diese hanebüchene Geschichte. Ja, und dieser völlige Nonsens, der einem da aufgetischt wird. Ja, keinen Bezug zum Originalfilm praktisch oder zur Filmreihe, aber das ständig irgendwo hinplärren, dass der Film das angeblich ist. Und wenn ich daran denke, dass ich mehr Bezug zu den alten Figuren durch dieses eine Foto habe, was da zweimal zu sehen ist, als ich zu den aktuellen Figuren, das ist ein Armutszeugnis. Dieser Film ist ein Armutszeugnis für diese Filmreihe mal wieder. Dass die Filmemacher es einfach nicht schaffen, aktuell diese alten Filmreihen sinnvoll am Leben zu erhalten. Da denke ich mir immer, dann tragt die alten Filmreihen zu Grabe und macht was Neues. Wenn man den Film, das ist wie bei Rambo 5, wenn man den Film nicht Texas Chainsaw Massacre genannt hätte, aber eigentlich, gut, vielleicht hätte man das eine mit der Hautmaske weglassen müssen, okay, aber ansonsten hätte man eigentlich alles exakt hundertprozentig so lassen können. Keine Änderung am Drehbuch. Nur der Titel ändern. Und der Film wäre nochmal einen Punkt besser geworden. Weil der Film dann keinen Bezug zu dieser Reihe hat und deshalb keine Erwartungen schürt, keine vorgegebenen Handlungen hat und, und. Also es ist wieder mal so, ein völlig austauschbarer, durchschnittlicher Horrorfilm wäre er gewesen. Wenn er nicht Texas Chainsaw Massacre hieß. Aber er tut es und das macht diesen Film schlecht. Weil der Film dann sich auf eine Stufe mit einer Filmreihe stellt, die auch andere schlechte Filme hervorgebracht hat. Keine Frage. Aber er will auf einer Liga mit dem Original mithalten. Und das kann er nicht. Das Original lebt von seiner beklemmenden Atmosphäre, von dem Nichtwissen des Zuschauers, von dem Nicht-Zeigen oder nicht explizit Zeigen der Morde, weil sich das alles dann im Kopf des Zuschauers abspielt. Dafür zeigt der Film dann zu viel. Und deshalb versagt der Film aus meiner Sicht auf ganzer Linie, weil einfach nichts von dem alten Glanz da ist. Ja? Wahrscheinlich könnte ich noch viel mehr erzählen. Also ich bin sehr großzügig, wenn ich dem Film 5 Punkte gebe. Ja? Und das eigentlich auch nur wegen den tollen Effekten, weil die gut gemacht sind, weil der Film, gerade weil er auch in Bulgarien teilweise gedreht wurde, das spricht eher für ein geringes Budget, muss ich sagen, da habe ich wesentlich schlechtere, da habe ich viele CGI erwartet und. Also nein, ist nicht gekommen. Das ist durchaus wirklich positiv anzumerken. Aber ansonsten keine Empfehlung von meiner Seite. Auch nicht für Fans des Genres, auch nicht für Fans der Reihe. Der Film ist nicht so eine starke Beleidigung, wie es Rambo 5 zur Rambo-Reihe war. Das jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir haben überhaupt keinen Charakter, auch bei Leatherface nicht. Man könnte jetzt sagen, weil ja diese Nanny von ihm praktisch jetzt gestorben ist, nimmt er so ein bisschen Rache und so weiter, aber das ist so nicht inszeniert. Ja? Es wird nicht erklärt, plötzlich ist die Kettensäge eingemauert, warum und woher weiß er das? Also Fragen über Fragen, deren Beantwortung aber den Zuschauer aber eigentlich nicht interessiert. Ja? Also dieser ganze Film ist ein Film, wo ich im Nachhinein sage, schade, dass ich ihn mir angeschaut habe. Aber wie gesagt, ich bin äußerst gespannt auf eure Meinung zu diesem Film. Und ich wurde schon mehrfach darauf angesprochen, ich werde Texas Chainsaw Massacre The Beginning auch nochmal in meiner Index-Rundschau besprechen, muss ich mir dafür aber nochmal anschauen. Ich bedanke mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit, immerhin schon wieder fast eine halbe Stunde. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu sehr auf die Nerven gegangen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage bis dahin und ciao.